Stückchen variabler ist. Beziehungsweise generell, ja, wobei generelles Obergeschoss müsste eigentlich nicht, denn der Abschluss vom Dach, das werdet ihr dann gleich noch sehen, was ich da baue. Das mache ich dann wahrscheinlich wieder mit, also was heißt wieder? Das mache ich dann wahrscheinlich mit Cobblestone. Ich habe da irgendwie gerade schon sehr konkrete Vorstellungen, wie das hier sein soll mit dem Hausdach. Ist das hier die Mitte? Ah, das ist ja eh die Mitte. Okay, dann kommt hier die Steinsäule eh noch mal raus. Und dann ziehen wir hier eine massive Holzsäule hoch. Perfekt. Die trägt dann quasi mit das Dach. Dann brauchen wir jetzt sehr viele Holztreppen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht verbaue. Das wäre unschön. Wie viele Treppen werden wir brauchen? Aber erstmal die hier auch noch zu Treppen. Dann haben wir erstmal 2 Stacks. Das sollte vorerst ein Stück weit reichen. Ich meine, ich muss ja immer noch davon ausgehen, dass ich mich irgendwo verbaue und dann ja nur Holzblöcke rausbekomme. Gut, aber von dem brauchen wir definitiv nicht so viele. Da rein jetzt erstmal ja, 40 Stück reichen. Na, leicht. Das reicht. Ganz, ganz leicht. Ein Stuhl klemmt irgendwie auf dem Boden. Und dann für den Dachfürst brauchen wir. Ja, da reichen so viele Slabs. Dann vom Holz brauchen wir natürlich ein bisschen mehr dann. Ich hoffe mal, dass da 12 reichen. So, machen wir jetzt hier mal noch ein paar mehr. So, die Truhen, die kann ich jetzt irgendwo nirgendwo sinnvoll hinpacken. Gut, ich stelle mir hier meine Truhe hin, in die wir die anderen Truhen reinlegen. Das ist das Einfachste, was mir einfällt zum Thema. So, jetzt sieht man, was ich vorhabe. Hoppala. So, so. Dann hier den. Den Rand bauen wir aus Stein. Und hier unten kommt ein solider Steinblock noch hin. Dass das Dach etwas abschließt. Im Zug danach kann ich dann gleich das hat gestimmt. Im Zuge danach kann ich jetzt eigentlich noch schnell mein Bett hochstellen. Jetzt ist meine Rüstung übrigens ganz kaputt gegangen. Das ist ja hervorragend. Ich muss dann eh noch mindestens 2-mal umgestellt werden gefühlt wegen dem Dach. Ich bin eigentlich tatsächlich gar kein so großer Freund dieser sehr, sehr, sehr kleinen Fenster, wie man hier sieht, dieser einmal ein Fenster. Ich mag die eigentlich gar nicht so gerne. Nur, ja, hier passt eigentlich ganz. Also viel größere Fenster kann ich mir hier eigentlich nicht wirklich. Ja, passt nicht. Und jemand schickt mir Nachrichten auf dem Handy. Über WhatsApp wahrscheinlich. Wer das wohl ist, ich habe keine Ahnung. Und ich werde jetzt nicht nachschauen. Ich bin richtig hart drauf. Schau nicht nach, wer da was von mir will. Huhuhu. Jetzt hat jeder Angst vor mir. Weil ich nicht auf mein Handy schaue. Bam. So. Dann würde ich hier noch schnell rüber. Dudeln und jetzt hier noch hoch. Und dann hier wieder den Wooden Slab hin. So. Und jetzt eigentlich ist es ganz einfach. Jetzt muss man einfach hier nur wieder alles quer rüber.
Und da habe ich mich auch das erste Mal verbaut. Herzlichen Glückwunsch dazu, Geli. Dunk. So. Ah, das ist ja richtig angenehm, dass man hier sneaken doch keine Treppen hochlaufen kann. Kann man einfach so schön quer gehen. Ich mag die Version irgendwie. Man kann es noch nicht so viel extrem viel machen. Aber ein paar Mechaniken, die mittlerweile selbstverständlich sind, sind hier eben noch nicht drinnen. Was eigentlich sehr praktisch ist. Oh. Okay. Na gut. Das muss ich hier schnell umstellen. Einmal den hier und einmal den hier. Damit nämlich es irgendwie so ist. Und jetzt dann hier zumachen. Alter. Wer will denn da dauernd was von mir? Ich weiß halt nicht mal, ob man das Handy überhaupt. Hier, ob ihr das Handy überhaupt hört, dass es vibriert. So, und über dieses Loch da oben gehen wir dann nachher rein. In das Dach und schließen es quasi ab. So, jetzt müssen wir hier natürlich wieder Licht ins Dunkel bringen. Das machen wir über Fackeln. Hoppala. Genauso so. Ja, und jetzt ist das Dachgeschoss hier eigentlich auch schon fast fertig. Bis auf dieses Detail, dass ich hier oben noch ganz Holz zuzimmern will eigentlich. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass es hier auch zu ist. Einfach, ja, was dazu sein soll. Das ist vom Licht her auch besser. Also finde ich, die Lichtanzeige ist weniger fehlerbehaftet, sage ich jetzt mal. Was sehr, sehr, sehr angenehm ist. Eine Tür brauchen wir noch. Eine Tür. Eine Tür, die wir hier hinstellen. Und fertig ist unser kleines Waldhäuschen. Okay, gut, ich sehe schon einen Verbesserungsvorschlag. Irgendwie sieht das Dach passt eigentlich soweit schon ganz gut. Ich habe halt hier wirklich nur noch einen Verbesserungsvorschlag, nämlich in der Mitte einen Holzbalken hochziehen. Definitiv muss das gemacht werden. Das sieht nämlich dann echt doch nochmal sehr viel schöner aus, wenn hier Holz ist. Ich meine, von innen ist jetzt auch nicht großartig anders. Aber nach außen sieht es einfach schon viel schöner und eleganter aus. Schauen wir es uns nochmal von außen an. Muss ich aufpassen, weil sonst falle ich hier runter. Ja, ich denke, so kann man das erstmal anbieten. Ich meine, seht es mir nach, dass das jetzt noch nicht so ultimativ genial ist, aber ja, man kann noch nicht so richtig schön bauen. Ne? Dieses Haus wird dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer weiter verbessert. Das heißt, eine Sache könnte ich noch theoretisch schnell machen, nämlich erstens mal hier das Haus ein bisschen drumherum noch Erde hinsetzen. Ein Keller wird es definitiv nicht haben, das tue ich mir nicht an. Also wirklich, sorry, man den Keller. Ne, einfach nein. So ein Haus ist irgendwie auch so ein typisches Skyblock-Haus, wo du einfach im Himmel bist und nichts hast außer Stein und Holz. Ich wüsste etwas nichts anderes, was man sonst hätte. Ja, wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch ein paar verschiedene Holzsorten. Wenn sich die Bäume in Alpha-Bäume umgewandelt haben.
Ja, aber sonst. Sonst ist es eher schwierig. So. Genau, und jetzt ist noch das, die kleine Idee, die ich hatte, hat mit Zollen zu tun, nämlich, dass ich das jetzt so mache, kann ich hier das Dach zumindest ein bisschen verzieren. Sieht zumindest ein bisschen verziert aus. Es hilft jetzt nicht wirklich viel, einfach aus dem Grund, weil sich die Zäune auch nicht verbinden, aber ja, das Prinzip sollte klar sein, was ich damit versuche zu machen. Naja, drinnen sieht es auch einigermaßen aus. Ja, gut, dann. Ich wollte einen Teich bauen. Na, das wird eh lustig. Ah, oh Gott, der schwebt ja dann auch noch. Ich habe eine Idee. Sieht das einigermaßen so natürlich aus? Das könnte funktionieren. Bezüglich Teich. Sah jetzt mal. Das Lied ist aus. Ich schalte mal weiter. Es gibt nämlich ein Lied in meiner Playlist, das irgendwie die letzten 3, 4 Minuten. Ne, nicht 3, 4 Minuten, aber 1 Minute oder 1,5 Minuten keine Musik mehr hat. Sondern einfach nur durchrennt. Das ist blöd. Und ich vergesse jedes Mal, dieses Lied auszusortieren. So. Und jetzt sieht man auch hier schon in etwa, wie ich das vorhabe mit dem Teich. Und dann wird es schon wieder Nacht. Ach, eine Etage tiefer geht noch. Man soll auch einigermaßen natürlich aussehen, das Ganze. So. Und jetzt sieht das Ganze wie folgt aus. Jetzt arbeitet man sich hier unten erst mit einer unendlichen Wasserquelle so weit vor. So. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine weitere unendliche Wasserquelle. Hier. Und jetzt hat hier muss man dann immer wieder Wasser nachsetzen. Und hier ist die unendliche Quelle. Aber das mache ich bitte nicht bei Dunkelheit. Bei Dunkelheit ist dafür echt nicht gut geeignet. Das ist so ein kleines Tutorial.